damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cooking Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, er hat's gepatcht. Er hat's tatsächlich gepatcht. Wir haben zwar jetzt den Salat, jetzt haben wir hier 15.000 Gasflaschen, aber der Patch ist da und wir bekommen nicht noch mehr von diesen Fläschchen. Ja, sehr gut. Heute ein ganz gewöhnlicher Küchentag tatsächlich und ja, freue mich. Heute werden wir einfach mal ganz genüsslich kochen, ne? Oh ja, ich erinnere mich. Die sind noch gar nicht gar, ne? Die sind gar nicht rot, aber die sind gar. Okay, wir überspringen einfach den, Vorbereitungsphase 12 Minuten, weil es ja ein ganz normaler Tag ist, ne? Und fangen an mit dem Kabeljau. Einfach mal ganz genüsslich ein Kabeljau herstellen und eine Tomatensuppe. Die haben wir ja dann schon fertig, kein Problem. Und wir haben ja auch die 150 Gramm Kelle, was die Sache ja perfektioniert. So, 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer. Jetzt muss ich gucken, wo ich das hingelegt habe. Salz und Pfeffer möchte ich eigentlich immer nebeneinander liegen haben. Und ja, freue mich. Wir haben ja letzte Folge ein bisschen verkackt, tatsächlich. Ich sage einfach wir. Weil ich tatsächlich ein Essen falsch rausgegeben hätte. Sonst hätte ich bestimmt den zweiten oder dritten Platz gemacht. Aber den war nicht so. Okay, dann kommt nochmal Paprikapulver und Kreuzkümmel. Kreuzkümmel. 5. Und... Hä? Bin noch nicht ganz wach, man merkt's. Da ist es. Vor meiner Nase! Oh, 6 Gramm. Ey, der brät schon. Nein, das kann nicht an sein. Ja? Okay. Los geht's. 35 Sekunden. Die wir in irgendwas anderem investieren können. Und zwar in Tomatensuppe servieren. Das ist ein ganz normaler Tag. Ich denke mal, demnächst wird ja ein Event anstehen. Wo ist denn meine 150 Gramm Kelle? Das müsste die hier sein. Das sind 2 Schöpper. Das funktioniert so auch wirklich besser. Das hat er jetzt auch markiert in dem Patch tatsächlich. Was war das denn? Und warum? Warum hat er das jetzt getan? Ich habe doch gar nichts gemacht. Naja. Kümmel. Wir machen heute ganz entspannt. Ich brauche Entspannungstag heute. Zack. Und da kam 9 Gramm, glaube ich, rein. 12. Boah. Ein Haufen Grünzeug drin. 1, 2, 3, 4. Was sind 12? Gramm. Nicht 12. Einzelne. Zack. Concentration beim Rausbringen des Essens. Naja, die wird wahrscheinlich eiskalt gewesen sein. Ne? Das wird das Problem sein. Aber ist nicht schlimm. Alles gut. So, Kabeljau. Oh, gut, die Entenbrust, die habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Da habe ich Bock drauf. Da, drück drauf. So, das ist eine Mischung, die ich nicht mehr brauche. Also fangen wir doch mal an. Entenbrust, die Zitrone, die schneide ich euch in wenigen Hundertstel Sekunden. 3 Gramm Pfeffer, 3 Gramm Salz, 3 Gramm Zucker. Ja. Hab ich noch im Kopf. Wir müssen die Rezepte auch langsam aber sicher mal wieder upgraden. Aber das ist immer so leicht gesagt, ne? Salz fehlt. Nee, Zucker fehlt. Das habe ich ja extra hinten immer stehen. Damit da kein Fauxpas passiert. Oh, guck mal, die Hähnchenkeulen haben wir noch vorgewürzt. Sehr gut. Also, das muss ich zuerst ausmachen. Sonst passt das Timing nicht. So, 3 Gramm Salz. Lecker Schmecker. Das Ganze will angebraten werden in Sonnenblumenöl 10 Milliliter. Darf nicht vergessen, die 2 Blätterchens mit reinmachen. Hast du es mir erschlagen? Was? 15? Was ist denn das schon wieder gewesen jetzt? Alter, was passiert hier? Das Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Ich glaube nicht, dass da noch was drin ist jetzt, oder? Das ist gut, da war eh zu viel drin. 10 Milliliter. Also heute ist irgendwie der Wurm drin in der Küche, würde ich sagen. Guck mal, jetzt haben wir wenigstens richtig 10 Milliliter drin. Braten das Ding an, das dauert ja ewig. Das dampft immerhin noch. Dann dem hier. Butterschmalz müsste es da unten sein. 4, ja, 4 ist so ähnlich wie 5. So.
Dann habe ich das Butterschmalz leider gerade zerstört. Schon wieder irgendwie. Flüssigkeiten. Butterschmalz habe ich gefunden. So, und das Ganze kommt dann in den Backofen. Das braucht jetzt noch eine Weile. Ich glaube, wir werten heute mal ein paar Rezepte wieder auf. Ne? Wird mal wieder Zeit. So, jetzt gar ich und lasse es natürlich wieder mal anbrennen, so wie ich es gewohnt bin. Schwing gleich einmal schnell den Zauberstab, das nervt mich mega da auf dem Boden. Denke, das sind gute Teile. 19 Gramm, ja, kann man mit leben. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist schon wieder angebrannt. Wir müssen ein Arschloch-Kabeljau, ehrlich. Kabeljau. Wurde verbessert. Zack. Servieren wir den halt. Ne? Erste Essen für heute geht raus an den lieben Gast. Bitteschön. Und er war nicht zufrieden. Warum auch immer. Warum auch immer. Was war das Problem? Hitzefehler. Boah, der war so mal rasant bei ihm. Nicht schlecht. Da habe ich, glaube ich, noch was vorbereitet gehabt tatsächlich. Sehr schön. Direkt auf dem Grill schmeißen und anmachen das Ding. Einmal ganz kurz zum Zauberstab gehen. Oder unseren auch sich mehr vermehrenden Zauberstäben. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. Das ist gut. So, und du bist fertig. Auf der Seite jedenfalls. Äpfel halbieren oder vierteln. Also wer diesen Festhalte-Perk nicht nimmt, der ist selber schuld, ey. Das ist echt Pflicht. Jetzt nutzen wir mal die richtige Schüssel dafür, ne? Sonnenblumenöl, Quatsch mit Soße, Sabberblatt habe ich. Dafür Seite 100 Gramm Apfel. Zitronensaft 20 Milliliter. Nein, Zitronensaft. An jeder müsste rein technisch 5 Milliliter kommen, ne? Mach einfach mal. Jetzt hat er ja 2, 3, 2, 2. Kriegst du nicht richtig hin. Das dauert noch ein bisschen. Tuni muss gleich gedreht werden. Unser guter alter Tuni. So. Und die Apples, die wollen, jetzt brauche ich eine Pfanne, das ist das Blöde. Das hier ist noch immer heiß, aber das wird bestimmt nicht bestellt, die nächsten 80 Jahre. Boah, noch das lange, ne? Ein bisschen Kaffee trinken kann man ja. Eiskalter Kaffee. Der war eiskalt. So, das wollte ich nicht runternehmen, ich wollte das einfach an der Seite legen. Upp. So wie das ein echter Koch halt macht, ne? Wir brauchen Butterschmalz, aber erstmal muss ich gucken, was das Steaky macht. Da habe ich noch Zeit. Butterschmalz für die Äpfel zum Anbraten, das waren 10 Milliliter und das geht ja auch ganz schnell. Also ich habe die Ruhe weg, merkt ihr? Ich bin heute direkt gestartet mit Entspannung, mit richtiger Entspannung. So. Und kann jetzt zu meinem wunderschönen Thunfischsteak gehen, während die Äpfel anbraten. Kannst viel mit den Eiern arbeiten? Ach, hier sind ja auch nochmal Teller, ne? Das ist noch eine andere Schüssel. Jetzt habe ich sie gefunden. Mir wurde vor Ewigkeiten schon der Tipp gegeben, wo diese doofe Schüssel ist. Hier sind nochmal Schüsseln. Und das ist eine. Und das hier, die noch eine etwas größere. Hier, hier, eine richtige Schüssel. Und das noch eine Schüssel. Oh, wieso habe ich die denn nie gesehen? Ich Blindfisch. Orange, die ich einfach verdammt nochmal nicht schneiden kann, weil ich zu blöd bin. Müssen wir auf unsere Äpfelchen aufpassen. Vor allem machst du den Herd einfach aus, die Pfanne ist dann auf der Stelle eiskalt. Auch das leichter Fehler, finde ich. Ne? Aber den kann man gerne übersehen. Okay, Apples. Das war's, mehr will er hier nicht drauf, das weiß ich. Das müsste eigentlich sehr gut geworden sein, weil...
ist ja kein Hexenwerk, ne? Ist nur lange Bratzeiten. Was? Ihr sagt nicht schlechte Schneidetechnik. Schlechte Schneidetechnik, zu viel Sonnenöl. Was? Ich habe das Sonnenblumenöl rausgemacht. Hä? Keine Ahnung. Auch nicht über die Kabeljau, der wird langweilig, Mann. So, 20 Gramm Scheiben. 100 Gramm brauchen wir insgesamt, so viel weiß ich mittlerweile. Das ist jetzt viel zu leicht. 27, ach du Kacke. Und wie dünn soll die denn werden? Das, guck mal, das ist ja hauchdünn. Naja, kriegt er hauchdünne Scheiben. Das Arschloch. Nein, ich weiß ja gar nicht, wer das ist. 9, 14, 21. Dann haben wir schon 40, sag ich mal. 60, 80. 100. Sogar gut geschnitten. Na, endlich mal. Wurde mal Zeit. Muss ja wirklich dünn machen, ne? Obwohl das eine viel kleiner ist als das andere und trotzdem schwerer. Hm, keine Ahnung. Was ich da fabriziert habe. Nochmal Kabeljau und dann... Also der war nicht episch. Ist ohne Witz. Jetzt sagt er schlechte Schneidetechnik wahrscheinlich, ne? Ey, wie kann ich denn ständig diese scheiß Zwiebel vergessen? Lest das Rezept. Ich glaube immer, ich kann die auswendig und dann kann ich sie doch nicht auswendig. Mann. Das ist gut, das können wir direkt anschmeißen. Timer 2, Mike. Ich habe den Timer, glaube ich, hier geklaut, ne? Ja. Da liegen ja schon drei Timer rum. So. Dazu kommt jetzt nochmal der Kabeljau. Mann. Die Abwechslung geht flöten. Und ich habe ein Nudel oder zwei Nudelgerichte, die mir auf den Sack gehen hier. 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer, 5 Gramm von den Rest. So. Und ich sehe auch, wenn ihr seht auch, wenn ich mal Gewürze vergessen habe, beim letzten Kabeljau in der letzten Folge, glaube ich, habt ihr gemerkt, dass ich Kreuzkümmel scheinbar vergessen habe. Weist mich gerne immer wieder darauf hin, wenn ich was vergesse. Jetzt bei den Zwiebeln weiß ich selber, aber trotzdem. Keine Sorge, ich bin nicht sauer, wenn einer mich hier verbessert. Nimm das nicht übel. Der macht mir keinen Spaß zu garen, ehrlich, kein Witz, das ist voll ätzend. So. Nudeln sind relativ wenig geworden, ne? Rezepte, die kommen eigentlich gar nicht. Aber wir haben noch... Ich zeige euch ja mal, welche Rezepte da noch offen sind. Wenn wir die Freizeit bekommen. Boah, die ist auch göttlich geschnitten. 19, 19, 11, 19. Aber das ist doch gut. Ich bin ganz entspannt am Kochen. Alle Essen kommen pünktlich raus. So. Kein Hitze finden. Diesmal werde ich aber besser aufpassen auf das Ding. Kein Scheiß. So, servieren. Normale Platte. Die Schüssel da hinten, wie gut die versteckt sind aber auch, ne? Dass ich die 40 Folgen übersehen habe. Vielleicht hat jetzt der ein oder andere die auch noch übersehen. Der müsste jetzt auch langsam fertig sein. Ne? Dass du den nicht einfach nur ausmacht, ne? So. Dann kommt die ganze Kacke da wieder drüber. Dass der radioaktiv aussieht. Ne, 3 ist mir zu wenig. 6 ist mir zu viel. So, das hier. Zitrone haben wir kaputt gemacht. Muss ich wieder kaufen. Aber was soll ich machen? Wir haben so einen Dämon in der Küche scheinbar oder sowas. Ah, die fällt einfach wieder um. Warum? Zitrone. So. Maus hat scrollen muss. Oh. Da ist ja fast schon wieder passiert. Dass das nicht geht, ne? Ich finde das so doof. Zack. So.
Den halte ich jetzt aber im Auge, bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem Salat für die Hähnchenkeule. Da kann er mir keinen Hitzefehler ankreiden. Die waren je von jeder Seite 35 Sekunden angebraten und dann backen wir den noch ein paar Sekunden tatsächlich. Boah, das braucht aber lange, ne? Weil der wirklich perfekt ist und der hat einen richtig guten Schnitt in den Zitronen. Da kann nur was werden, sage ich euch. Es kann nur was werden. Aber wie die Zeit rennt bei dem Spiel. Das sind jetzt schon 15,5 Minuten Aufnahme. Das kann ich ja nicht glauben. Irre. Und Femp. Nächster Hitzefehler am Arsch. Hitzefehler. Heute läuft's. Es fällt er runter. Nee, tut er nicht. Was? Jetzt sagt er wieder, schlechte Schneidetechnik oder was? Ach, du Dummkopf. Vielleicht soll ich mal eine Kur machen oder so. Machen wir direkt den Scheiß hier zweimal jetzt. So. Das läuft dann zum zweiten Mal. Dann können wir jetzt den Salat machen. Der ist ja eigentlich nicht schwer. Da brauchen wir zwei. Jetzt habe ich eine coole Schüssel. Da ist eine Zitrone drin. Die kann weg. Und Zitronensaft steht. Diese coole Schüssel habe ich jetzt. Und das Spiel will ja immer, dass wir was in Schüsseln machen, ne? Das ist schon witzig. Würzen mit. Ja, bla bla bla. Also ich brauche zwei davon und eine Tomate. Nein, das ist keine Tomate. Das ist eine Tomate. Ich hab die Schüsseln. Ach, guck mal, da liegt es. Wegen einer Petersilie meckert der Gast. Wegen einer Petersilie. Was ist das für ein Arschloch gewesen? So. Ich mach die Viertel wieder. Mal gucken, was noch alles mitgeschnitten wurde wieder. Außer sehen. Nix. Perfekt. Alles in einer Schüssel. Würzen. 5 Gramm Salz, 5 Gramm Pfeffer. Das müssen wir jetzt zweimal machen, ne? Das kannst du nicht zweimal auf einmal machen. Bis sich anhört, zweimal auf einmal. Wirklich 5 Gramm Salz, 5 Gramm Pfeffer. Ich finde das seltsam. Obwohl, hier geht das ja eigentlich schon. Nächstes Mal mache ich das Olivenöl da zuerst rein. Das habt ihr mir sowieso schon als Tipp gegeben. Und würzt das Olivenöl einfach nur mit dem. Und dann kommt dieses Zeugs da rein. Das wird vielleicht viel, viel mehr Sinn machen. Wie viel? 10, ne? Ja. Aber was heißt nächstes Mal? Gleich. So ist das sonst irgendwie komisch. Teller haben wir hier liegen. Wo habe ich meine Hähnchenbrust hingelegt? Da. Ach. So. Ne, ist noch nicht fertig. Jetzt ist fertig. Irgendwie wird sie nicht fertig sein. Aber die wird schon fertig sein. Was kam da drauf? Dreimal. Ja. Basilikum. Habe ich jetzt irgendwas verloren? Nee, ne? Eins, zwei, drei. Ach. Wo bin ich denn so zappelig hier? Schöner Schnitt. Alles gut eigentlich, oder? Aber zeitlich war ich nicht gut. Gib eine Rückerstattung für ein Gericht. Keine Rückbestattung. Boah, das war gut geworden. Ich habe Angst, die Sachen aufzuwerten, weil die Gerichte dadurch so heftig werden und die Events dann eigentlich noch sozusagen unmöglich, ne? So, das wollte ich jetzt machen, ne? Ich wollte in der Schüssel erstmal vorwürzen. So ein easy Gericht gerade reingekommen. 5 Gramm Salz, 5 Gramm Pfeffer. In diese Pfütze da. Und dann schneiden wir den Mist. Suche ich mal hier mit. Leck. Eine die. Und Schlaganfall. Was soll ich holen? Ach, genau. Zap, zap. Könnte ich auch fast sogar zwei auf einmal erwischen hier, Ninja-mäßig. Jo.
Das wird aber eine ultra hässliche Schneidetechnik. So. Nein, nein, ich habe vergessen festzuhalten. Boah, Glück gehabt. Ich nur einigermaßen ein Muster da rein. So. Jetzt habe ich das vorbereitet und dann dümpelt das jetzt da drin rum. Ja, und da wird doch nichts dran gekommen sein, so, ne? Also der Plan geht, glaube ich, nicht ganz so auf, den ich da habe. Ich mach mal sicherheitshalber auf einen tiefen Teller. Schütte das da rein. Das geht wieder. Oh, da muss ich wieder einen anderen Knopf drücken. So eine Kacke immer. Boah, das geht gut mit Schüsseln. Hau die Hähnchenkeule drauf, die scheinbar jetzt fertig ist, warum auch immer. Und drei Blätter Basilikum. Eins, zwei, drei. Aber das wird da voll in der Sud drin liegen, die Hähnchenkeule. Das ist eine unerwartete Mischung, glaube ich. Aber man experimentiert ja gerne mit diesen Dingern rum, ne? Fast episch geworden. Krass. Unerwartete Mischung, wie gesagt, und scheiß Schneidetechniken von beiden. Schade. So. Das ist einfach. Das wird doppelt einfach, weil zweimal jetzt ist. Dann machen wir doch einfach mal. Das ist ein bisschen sehr knapp. Wo bist du, mein schönes Ding? Zwei Suppen haben wir auf jeden Fall noch, Gott sei Dank. Ach, das ist cool mit den 150 Gramm auf einmal, ne? 12 Gramm davon, das wären 4 Stück. Und ich könnte es jetzt mal anmachen, damit der nächste Gast vielleicht eine warme bekommt. Sollen wir mal so großzügig sein? Wir servieren nämlich die ganze Zeit kalte Tomatensuppe. Die aber immer noch in den fünften Stern reinrutscht. Technik perfekt, Temperatur zu kalt. Warum ist das ein Tropfen? Tomatensuppe mit roter Paprika. Nicht genug, nicht gut. Das kann ja unmöglich sein, ne? Das ist ja irgendwie noch ein Fehler vom Spiel. Auf einen tiefen Teller. Oh. Was Anstrengendes noch zum Feierabend hier? Was ist los mit dir, Spiel? Servieren wir erstmal die Suppe. Vielleicht gibt es ja unser episches Essen, was wir ja versaut haben. Können wir das nochmal rausgeben? So. Warum sind die Flaschen schon wieder alle umgefallen? Vielleicht ist sie jetzt ja doch nicht mehr kalt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt heiß ist. Die paar Sekunden da. Zack. Wirklich sehr gut, ne? 32 Ruhmpunkte, die ich ja nicht mehr brauche. Immer noch zu kalt. Ja, war fast zu erwarten, weil das war wirklich nur ein Mikromü. Hier ist keine Suppe mehr drin, sozusagen. Eine Borscht wird bestellt und wow, das geht mir auch nochmal auf den Sack, das Spiel. Borscht machen wir mal heiß, solange. Und jetzt bin ich aus dem Konzept. Genau. Das, was am längsten brät, schnell rauf. 1, 2, 3. Sonst ist es heute echt entspannt, ne? 1, 2, 3. Oder ich habe das Spiel einfach raus, ne? Und bin gut. Ich bin gut. Sagen wir mal einfach so, ich bin gut, ne? So Salz, damit es nicht schief geht. Dann brauche ich zwei Lorbeerblätter. Das ist nur eine Pfanne, keine Mischung drin. Sehr gut. Salbeerblätter für das Spiel. Okay. Als Mischung war das Sonnenblumenöl 10 Milliliter. Oder? Nicht, dass ich mich da vertue. Sonnenblumenöl 10 Milliliter. 6 Gramm Salbeiblätter. Habt ihr mir auch den Tipp gegeben, dass ich da immer eins vergessen habe? Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Es macht sein Ding, alles klar, gut. Dann können wir noch eine Tomatensuppe. Ach nö, jetzt muss ich die ganze Tomatensuppe machen. Arschlochspiel. Nö. Hier ist sie nicht. Ach, sag nicht, dass es ein Bug ist. Ah ja, genau. Guck mal hier. Ein kleiner Bug. Es ist die Borch. So, das dauert hier noch ein bisschen. Dann haben wir die Borch rauskommen. Ich sowieso immer falsch herstelle. Das ist so unfair, ne?
Fehlen mir fast die Worte. Von krass zu krasse. Krasse 300, genau, nee, Mann, Spiel, jetzt habe ich noch 255, ey. Immer vorsichtig sein, wo du was hinlegst. Viel zu wenig Watch, naja, jetzt habe ich keinen Bock, eine neue zu machen, extra dafür. Aber er war noch so äußerst zufrieden. Ich denke, das wird bemängelt. Falsche Menge, ja, aber trotzdem war die noch richtig gut geworden. Sehr schön. So, du bist noch nicht fertig. Hört auf Sachen, hört auf kaputt zu gehen, ihr suizidalen blöden Öle und was auch immer. So, das nächste war die Garnelen. 6 Stück. Krass, die passen ja gerade eben drauf, ey. Lacht das Blatt, ne? Das sieht man richtig, wie krass. So, die Äpfel kommen dann noch dazu. Was habe ich denn jetzt? Die kommen durcheinander. Ist das gebratene Garnelen? Ja, ganz normale gebratene Garnelen sind das hier, ne? Ja, nicht, dass ich das coole Rezept da übersehe. Zitrone, Fitteln. Äpfel. Fertig machen. Du siehst ja sogar die Ideallinie. Zack. Boah, voll rein. Tiefer Teller. Dann wird das schon mal so weit vorbereitet. Dann brauche ich jetzt noch eine Pfanne. Ach, Mann. Hab wieder eine weggeworfen. Ich hoffe, wieder eine neue Pfanne. Geld haben wir ja ohne Ende. Utensilien. Paella-Pfanne und sowas, ne? Das ist auch interessant. Muss ich mal austesten. Vielleicht passen da ja mehr drauf. Was ist das denn? Erstmal machen wir die Äpfel. Dann kommt das Essen schnell raus. Oder den Apfel, das sind ja keine Äpfel, ne? Direkt einen Strunk erwischt. Guck mal, den habe ich sogar mit durchgeschnitten. Boah, killer Maschine. Zitronensaft nicht zu vergessen. Was machst du hier so? Okay. Einfach mal gemacht. Da kommt immer nur diese Menge dran. Schaffst du einfach nie anders. Das Ganze wird in 10, war das 10 Milliliter? Ja, ich vergesse immer, wie viel Butterschmalz, ne? Das Butterschmalz liegt auf dem Boden, wieder mal. Es wird vorsichtiger sein mit den Flaschen. Angebraten. Ich komme da nicht dran. Und dann war es das auch schon mit dem Essen. Das ist fast safe, das ist gewürzt. Die Garnele hat Salz, Pfeffer dran bekommen, jeder einzelne, aber nicht das, was man eigentlich will, ne? Hat ein bisschen. Bin ich aber auch in Ordnung. Also vorsichtig mit den Flaschen. Gefährlich. Falsch, Teller ist viel zu klein. Vor allem gibst du den einfach so eine fette Hähnchen. Nee, gar nicht. Was ist das für eine Brust? Entenbrust. Der sich selber zerschneiden muss auch noch. Der arme Gast. Meinst du, abends noch waren die fertig? Auch wenn der Ring nicht dran war? Na egal. So. Bin gespannt, ob morgen wieder ein Event ist oder übermorgen. Alter, die muss doch episch geworden sein. Wie kann das sein? Scheiß, nicht genug. Salbeiblatt frisch. Das sieht man gar nicht hier. Schlechte Schneidetechnik, nicht genug. Muss ich die Salbeiblätter, die sind nicht mit auf dem Bild. Soll ich jemanden mit drauf machen nächstes Mal? Einfach so aus Spaß. Was, da kommt noch ein Essen rein? Alter, wir haben 4:30. Gaston.
Wir haben sau spät. Wäre sonst eine unerwartete Mischung. Wollen wir nicht haben. 30 fucking Milliliter. Ich hab voll miese gemacht heute mit meinem ganzen Verlieren vom Zeugs, ne? Brot habe ich noch. Und zwar ein ganzes, okay. Na? 128, ich brauche 35 Gramm Scheiben. Na, ich bin nicht einverstanden. Ein bisschen dicker vielleicht. 33, 31. Habe ich jetzt so aus dem Kopf geschnitten, ey. Nicht schlecht. Kurz vor Feierabend kommt da noch so ein doofer Gast und wir so ein Scheiß essen. Na Quatsch, ich freue mich drüber. Zack. Kommt her, meine lieben süßen Garnelen. Ich finde, das Essen sieht immer richtig gut aus. Boah, die hab ich aber schlunzen lassen, unsere Garnelen, wa? Auch wieder schlechte Schneidetechnik, schätze ich mal. Ich kann's nicht optimieren, ey. Technik, fehlende Mischung. Ich rall's einfach nicht. Mach ich's rein, ist es eine unerwartete Mischung. Mach ich's nicht rein, ist es ein fehlendes Produkt. Das ist echt komisch. So, gucken wir mal. Tomaten, Würfel, bla bla bla. Erstmal 3 Milliliter Olivenöl an jeder. 3 Milliliter, was ist denn 3 Milliliter? Hä? Da sind 3 dran, ne? Ja. Das war's doch schon, oder? Knoblauch getrocknet 3. Das ist ja einfacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boah, die sind aber damit perfekt geworden, ne? Mir wird nur wieder die Schneidetechnik gleich angekreidet werden, weil man einfach nicht perfekt schneiden kann. Stellt ihr das hin? 30 Sekunden backen? Das muss ich nicht mit dem Timer machen. Alle Brote gehen ja super schnell. Hol ich mir mal eine Tomate. Ich hab mal so eine Bruschetta, die habe ich auch mal zu Hause gemacht selber. Auch sehr geil. Mega viel Arbeit, aber in echt. Wir warten erstmal aufs Brot. Das, nicht, dass es mir anbrennt. Es geht mir leider öfter so, dass es anbrennt. Eine Bruschetta und das ist echt lecker. Und für den Sommer, so richtig heiße Tage, könnte man das sogar empfehlen als Essen, was leicht ist, ne, und angenehm für die Verdauung. Ne. So, was war das jetzt nochmal? Knoblauch 10 Gramm. 2 Stück. In der Mitte da durchschneiden. So. Man sieht manchmal den Schnitt nicht. Das finde ich immer kacke. So. In einer Schüssel geben, hinzufügen. Wir haben hier eine geile Schüssel. Und jetzt sollen wir Würfel machen. Würfel habe ich ja einen Trick, der eigentlich ganz gut funktioniert. Zack. Zack. Auch vom Gewicht her alles eigentlich in Ordnung ist. Ist das so das Würfeligste, was ich hinkriege. Ne? Ich könnte jetzt nochmal einzeln zerschneiden, aber wie groß sollen die Würfel sein? 15 Gramm. Das kannst du nicht nochmal unterteilen. Das ist das Doofe. 16 Gramm, 16 Gramm. So, halbwegs funktioniert. Ich verstehe nicht, warum da 16 und 26 Gramm Teile werden. Dabei habe ich doch eigentlich immer denselben Schnitt. Naja, schlechte Schneidetechnik. Incoming. Olivenöl in eine Schüssel geben, hinzufügen. Basilikum komplett frisch. 6 Gramm. Olivenöl 15. Balsamico Essig. Okay, das muss ich nur da reinschütten. Basilikumblatt frisch 6 Gramm. Das sind 2. Und dann kommt das Olivenöl. 15 Milliliter da rein. Völlig falsch serviert so, oder?
Und Balsamico. Das ist der falsche. Sieht aus wie ein Wein, aber Balsamico ist ja auch Wein, ne? So, dann kommen die Scheiben da drauf und das war's schon, oder? Nein, schwarzer Pfeffer. Und Salz 5 Gramm. Alles auf einen Teller. Was, ich glaube, den Bestelltypen ist das völlig egal, auf was für einen Teller das serviert wird. Aber das sieht super episch aus, ne? Wird wohl auch der letzte Essen für heute sein? Und war fast episch. Wow, die beste Bruschetta, die ich je rausgehauen habe hier. Unerwartete Mischung und schlechte Schneidetechnik. Ja, das Incoming, ne, habe ich ja gesagt. Okay, Zauberstab schwingen. Habe ich getan. Leider ohne Effekt. Küche sieht aus wie Schwein. Suppen sind alle. Das heißt, wenn wir jetzt Suppen machen müssen, haben wir ein Problem. Aber eigentlich nicht. Ist ja eigentlich einfach herzustellen. Dann gucken wir jetzt gleich mal nach neuen Rezepten. Schrägstrich eher auf Aufwertungen. Wir gucken mal ganz kurz in den Utensilien rein. Da sieht er nämlich jetzt hier 150 Milliliter, 50 Milliliter. Das hat er jetzt verbessert, weil das war irgendwie unklar, ne? Das wusste ich ja nicht. Soll ich nicht noch mehr zerstören? Ich habe die Schüsseln gefunden. Und ich habe sogar geschrieben. Und ich finde sie trotzdem nicht. So. Messer in die Scheide. Hör, hat Scheide gesagt. So. Und damit sind wir doch schon happy. Ne? Damit sind wir doch schon komplett happy. Ne? Reparieren noch. Vergesse ich immer sehr gerne. Will er nicht. Will er immer reparieren. So. Monitore. Wie sieht es mit euch aus? Wie ist das hier? Mir auch noch den Zappelmann macht hier. So. Sehr schön. So, dann gucken wir mal ganz kurz in der Aufwerterei. Das soll ja mal ein bisschen stressiger werden. Also das Steak, das haben wir komplett aufgewertet. Das hier haben wir auch komplett aufgewertet. Den haben wir komplett aufgewertet. Der ist aufgewertet. Der Fisch, der ist scheiße aufgewertet. Die habe ich noch nie aufgewertet. Da kommt einfach nur Petersilienblätter frisch, Zitrone, Butterschmalz in einer Pfanne. Was? Achso, das ist ein normales Rezept. Wow. Das war ja mit Brot und sowas, ne? Wir müssen erstmal gucken. Das hier machen wir auch spielend mittlerweile. Mariniert. Oliven, also zu einer Schüssel mit Oliven, Paprika, Pulver, Knoblauch getrocknet. Sonst gieße die Mischung über den Hähnchenschenkel beim Backblech. So ändert sich ja. Was? Honig gibt. Das mache ich. Honig haben wir jetzt dabei. Das Essen. Wird wahrscheinlich überkompliziert werden. Nö, das ist nur was dazugekommen, ne? Rinderfilet, Sonnenblumenöl, Senf. Gibt es auch noch nicht bei mir. Machen wir? Wir haben zu viele Punkte, wir müssen die mal loswerden. Der Burger. Der Burger muss aufgewertet werden. Der kriegt Pommes dazu. Zack. Gut gemacht, wir haben ein neues Gericht auf unsere Speise. Das ist gar kein neues Gericht. Blöd, Mann. Was passiert denn mit der ukrainischen Borsch im Auf... Was zum Geier? Hühnerbrühe, rote Beete, Zwiebeln, Pimentpulver. Boah, die werden so kompliziert. Ist aber, wir werden jetzt mal richtig Gummi geben. Das Problem ist halt bei Events. Aber das Gute ist, wenn du die richtig kochst, dann, Gurke. Was? Guck mal, Küchenmaschine hinzufügen. Balsamico-Essig, Limettensaft hinzufügen. Ich mach das aber. Jalapenos, Gurke. Paprikarote. Und das musst du alles in Scheiben schneiden. Alles klar. Ich werde mir das Leben hier zur Hölle machen, glaube ich gerade. Weil es einfach so viele neue sind. Also wie die ukrainische Botsch aussieht jetzt, ne? Und da gibt es noch eine Aufwertung. Ein Eirei. Ich mach's. Ich tu's. Ich habe Angst vor der nächsten Folge. Die Tomatensuppe hat auch noch ein Upgrade. Und zwar... Geil. Was? Egal, machen. Bin gerade im Terrormodus.
Die Kürbissuppe, die machen wir auch nur ganz klassisch scheinbar. Aufwerten. Wo bist du hin, Kürbissuppe? Guckt euch mal die Tomatensuppe an. Und Croutons kommen dann da rein. Boah. Also wir haben jetzt sehr viele neue Zutaten dazu bekommen, aber das sehe ich ja immer von vornherein. Heidewitzka. Die Bord sieht echt komisch aus. So radioaktiv. Nudelgerichte. Hier, was mit dem? Vielleicht wieder leichter. Wir kriegen einen anderen Salat dabei. Okay. Pfeffer, Paprika. Bleibt gleich. Zu einer Pfanne, Kabeljau. 35 Sekunden jede Seite. Da muss aber dann mit Olivenöl angebraten werden. Auf jeder Seite 35 Sekunden braten. Butter, Schmalz, Zitronensaft und Kabeljau. Auf ein Backblech beträufeln. Mischung 15 beträufeln. Also in einer Schüssel und dann beträufelst du das direkt darüber. Das ist auch einfach, ne? Also wir werden. Ich werde richtig leiden. Ich weiß, es ist dämlich, das zu scrollen, aber ich muss das irgendwie einstellen. Wird eh selten bestellt. Aber es gibt alles mehr Ruhmpunkte, umso feiner die Rezepten sind, ne? Da gibt es auch noch normale Aufwertung. Ach du Scheiße. Ich fand das mit den Pommes schon neu. Nee, gar nicht, das ist ja die Aufwertung. Schwarzer Pfeffer, 5 Gramm, bla bla bla. Schüssel hinzufügen, Mischung über das Steak träufeln. Frittiertes Gemüse, geil. Oh, cool. Wir entwickeln uns weiter. Wir entwickeln uns weiter. Es werden einfach fucking. Oh, ich habe meine Kochpunkte fast verpulvert. Ich dachte, das wären die da. Ups. Das hier, das ist ja schon so hyperkompliziert. Ich mach's einfach noch, ne, geht nicht, schade. Und die Bruschetta, die haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ih, was kommt dabei? Das sieht ja ekelhaft aus. Das Brot, 70 Gramm, das ist alles dasselbe. Aber wir haben die Punkte nicht, schade. Wir werden aber jetzt richtig Kochpunkte machen können, Leute. Richtig. So ein Nudelgericht will ich eigentlich gar nicht aufwerten. Wird einfach nur noch komplizierter. Und die sind schon so doof kompliziert. Das hier habe ich auch ewig, der Chakachuka hat schon ewig nicht mehr gemacht. Wird einfach gar nicht bestellt. Was juckt mir denn noch in den Finger hier? Kann mir alles nicht leisten. Ich guck mir nur diese doofen. Was war das jetzt nochmal als Upgrade? Einfach Brot dabei. Bam. Ruhmpunkte alle verpulvert, Leute. Alle verpulvert. Timmy ist jetzt wirklich. Er hat Angst vor der nächsten Folge. Er hat Angst. Aber wir haben auch neue Substanzen bekommen. Hier, guckt euch das mal an. Haben wir was Neues? Gurken. Zucchini, wo ist die Gurke? Da. Nee. Jalapenos, so sehen die aus. Cool. Aber die Gurke selber ist das hier. Das hatten wir schon. Gelbe Paprika, grüne Paprika, rote Paprika. Zucchini kennen wir schon. Nichts an Neues am Fleisch. Da ist was Neues. Ziegenkäse haben wir jetzt. Geil. Eier kennen wir schon. Das kennen wir schon. Da sind immer noch Fächer leer. Und dann haben wir natürlich jetzt auch den Honey. Den kaufe ich sofort. Wie sieht der aus? Wir haben Honig. Wollte ich das ausschütten? Da. Das ist eine Schüssel. Da können wir mal Honig reinschütten. Gelb. Honig auf dem Boden. So, gut. Zauberstab schwingen. Und dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir machen natürlich noch die Auswertung. Ich weiß nicht, was ich mit den Gasflaschen machen soll, aber Ende im Gelände für den Tag. 13 Essen haben wir gemacht. Gar nicht so schlecht. Sogar auch Gewinn. Beginne den nächsten Tag. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.